Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist soweit, wir sind endlich mal wieder auf Meinsucht. Denn wir haben schon lange keinen YouTuber als Zuschauer mehr gebracht. Und heute ist es soweit, viele von euch haben sich einfach gewünscht in den Kommentaren. Und deswegen kommt es natürlich auch, Leute. Ich habe gerade getwittert, dass wir loslegen. Und es sind jetzt schon, mal gucken, 360 Leute. Das ist unglaublich schnell gegangen. Und ich würde sagen, ich suche mal einen aus. Wen haben wir hier denn so? Ich stecke dich ins Klo. Ja, moin. Alles klar. Dein PC kommt auf eBay. Abgewirrt mit Gillette rasiert. Abgewirrt um Gnade betteln. Ja, moin. Oh, ach ja, Leute, kurze Information. Es gibt jetzt auch einen Sale auf Meinsucht auf alle Ränge. Denn wir sind ja wieder hier auf Meinsucht am Start. Deswegen sind alle Ränge gerade reduziert für, ich denke, nur eine relativ kurze Zeit. Falls ihr euch also einen Rang holen wollt, ne, auf Meinsucht ist jetzt gerade noch ein Sale drin. Kurze Information. Aber jetzt werde ich wen raussuchen. Wen nehmen wir denn hier? Sogar Celine ist besser als du. Oh mein Gott, dieser Typ. User Hallo. Was moved to your channel. Hallo. Bist du da? Hallo. Hi, bist du da? Ja, bin ich. Hast du Lust, dass wir YouTuber als Zuschauer spielen? Sehr. Dann zeige ich dir nämlich, dass Celine nicht besser ist als ich. Den Namen finde ich cool. Wer ist im Spiel? MX, war Zömi umbenannt? Ja, benenne ich bitte um. Ich verstehe es sonst nicht. Fuck, Alter. Was ist los? Das erste Mal, dass ich mitmache, Alter. Hast du schon einen Rang auf Meinsucht? Ne, du hast doch keinen. Nein, noch gar keinen. Okay, lass uns um. Worauf hast du Bock? Mir ist echt egal, welcher Rang ich hab. Ja, komm, schlag. Ich bin mit euch zufrieden. Schlag irgendwas vor, okay? Du schlägst den Rang vor, ich die Strafe, okay? Okay. Dann hau was raus. Master. Gut, dann machen wir Master und wir machen einen Monat Bann. Nimmst du ja, das okay, an? Passt, das ist... Okay. Gut, dann machen wir das. Ich muss auch kurz mal deine Stats hier checken. Stats... Ich bin ja mal so für Meinsucht. Warte, du hast eine 0,3er KD, was hab ich denn für Stats? Ich hab unbekannt, okay. Okay, unbekannt gegen 0,3er KD. Ja, läuft. Okay, ich spiele erst auf Bausucht, also... Echt, du bist ein Bausuchtspieler? Ja. Warum bist du auf Bausucht und nicht auf Griefer Games? Hallo? Aber jetzt ist mal ernst gemeint, warum spielst du auf Bausucht und nicht auf Griefer Games? Ja, ich weiß nicht so, ich habe auf Griefer Games auch gespielt, aber ja. Fandest du nicht so schön, oder? Nein, ich habe eigentlich aufgehört, weil ich halt auch keinen Rang gehabt habe und ja, nie aufgekommen bin. Das heißt, ohne Rang bist du nicht raufgekommen auf Griefer Games, ja, oder was? Ja. Weil da zu wenig Slots waren? Oder wie? Also ja, das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage, weil natürlich, wenn du sagst, ich spiele lieber auf einem anderen Citybuild-Server als Meinsucht, dann als Griefer Games, dann will ich natürlich wissen, warum, weißt du, da kannst du gute Gründe finden. Ja, ich bin davon einmal aufgekommen, dann habe ich auf Meinsucht gespielt und dann hat jetzt Flo ein Ding auf. Ach so, okay. Aber ich weiß nicht warum und da, wie man dann King kauft, also. Ja, okay, läuft. Also ich denke, du hast schon recht, auf Griefer Games ist es wahrscheinlich gerade wirklich so, dass man nicht so gut durchkommt. Da wollen wir auch dringend bald noch neue City Builds aufmachen, aber es sind halt einfach so viele Spieler, die da spielen wollen. Das ist einfach nicht mehr normal, wirklich. Ja, wenn du auf Bausucht sind halt nur so 200 Spiele und das geht echt ganz klar. Ja, stimmt. Ja, ich denke, auf Griefer Games werden wir bald, wir haben jetzt schon geplant mit einigen Leuten aus dem Team und den Developern und so, dass wir einen City Build aufmachen wollen, wo man quasi überall PvP anhat, also auch auf den ganzen Grundstücken in der Bauwelt ist überall PvP an. Und wir wollen auch einen anderen Citybuild aufmachen, also ich denke so 600 neue Slots kommen in den nächsten Wochen oder Monaten. Ich hoffe, dass wir das Problem mit den Slots dann ein bisschen fixen können. Sag mal, kannst du denn irgendwie fastbutschen oder sowas? Ja, das schon. Ja, du kannst fastbutschen? Ich moonwalken auch keinen, aber ja. Du kannst auch moonwalken, okay? Nein, geht's nicht mehr. So zwei Blöcke. Junge, ich fail die ganze Zeit. Ich hab gerade vorher so ein bisschen 1 gegen 1 einmal wieder gespielt. Dann geh ich off, schau Twitter so, von einschlafen so. Sieg, dass du gepostet hast und dann bin ich gleich wieder an, Alter. Sag mal, bist du Österreicher, aus dem Ausland? Ja. Österreicher? Ja. Aus Floßland? Ja. Okay, ja, man hört das ein bisschen. Okay. Wenn du süß, kann ja Hochdeutsch rennen, wenn du mich nicht verstehst. Ja, kannst gerne Hochdeutsch rennen. Ich verstehe dich schon, aber es ist manchmal nicht ganz so leicht, weißt du? Oh, was ist mir runtergefallen? Jetzt krieg ich dich. Okay, dann darf ich fragen, wie alt du bist? 15. 15, okay. 15. 15. Ich bin 15, okay. Was machst du so hobbymäßig? Ja, ich spiel Fußball, aber ich hab jetzt immer bis 18 in der Schule. Spielst du gut Fußball? Naja, zum Spaß halt so. Okay. Welche Position? So, Sturm. Sturm, schießt viele Tore? Naja. Na! Hä? Hä? Hä?
Was? You were detected for irregular movements. Hä? Easy win. Was war das da? Was war das? Ja, wir spielen natürlich noch eine Runde, aber hä, was war das denn für ein irregular movement? Flo, kannst du mir das erklären, Flo? Was hast du gemacht? Alter. ich frage mal einfach Flo jetzt eben. Buddy, Flo? Oh Gott, was ist los? Ich wurde gerade einfach rausgeworfen aus dem Spiel für irregular movements. Wo denn? Auf dem 1 vs 1, weißt du? Ach, da teste ich einen Anti-Cheat. Ups. Ach, du testest gerade was da? Sorry! Ich hab's vergessen. Ich dachte mir so, da zockt eh keiner Flo. Gerade die YouTuber-Runden. Da kann ich mal testen, weißt du? Ja, Flo. Es wäre cool, wenn du das irgendwie umstellen könntest oder so. Ja, warte. Okay. Wir machen einen kurzen Schnitt, gleich geht's weiter. Dann ist der Bug nämlich hier gefixt, dass wir nicht rausgeworfen werden. Darf ich mit gut spielen, oder? Ja, du kannst mit gut. Darf ich mit gut spielen? Gold. Ich finde eure Sprache so geil. Darf ich gut spielen? Ja, du darfst mit Gold spielen. Ja, alles klar. Du bist halt wieder so einer, der sich hochbaut. Was soll denn das? Naja, so ran. Ist das in eurem Land Tradition, oder was? Ja. Ja? Dafür spielen wir nicht mit Dangel. Bringen euch das eure Eltern so bei? Ja. Auch im Bettentausch, oder was? Oder glaubst du, du schaffst es noch zurück? So weit bist du da nicht. So weit bin ich noch nicht? Okay. Ich sag's ganz ehrlich, ich hab die Eier nicht dazu. Du hast die Eier nicht runterzuspringen? Sagst du jetzt, dann kaufst du dich einen Teleporter, ne? Ne, ich hab mein Bett eh ein bisschen zugebaut. Ja, und ich hab kein Spielzeug. Oh Gott, ich hab keine Blöcke mehr. Ich weiß ganz genau, dass du bei meinem Bett stehst. Alter, ich hab mich so erschreckt. Ne, wirklich, ich hab wirklich keine Blöcke mehr. Also jetzt ohne Witz, ich hab keine Blöcke mehr. Genau. Ja gut, dann teleportiere dich doch. Ich weiß ganz genau, was du jetzt haben, der du bist. Hast du was abgebaut gerade? Heavy. Hä? LOL, ich dachte gerade voll, du hast was abgebaut. Okay, alles klar, das schon mal. Machen wir es so. Gut, da habe ich ja schon mal ein bisschen Basic Equipment. Okay. Sagen wir ohne Cobwebs, okay? Was für ein Ding? Cobwebs. Cobwebs. Ohne. Achso, ohne. Ja, können wir gerne machen. Ich mag das gar nicht. Na, jetzt kannst du die Hand mit dem. Jetzt komm ich zu teleportieren. Gut. Ja, du kommst. Doch, ich bin jetzt dabei. Also, ich muss halt sagen, wenn ich drücken kann, ja? Dass du mich auch erwartest pünktlich. Okay, ich drücke jetzt teleportieren, okay? Kannst du machen, ja, wenn es ist. Okay, ja, ich drücke jetzt. Na hallo? Ich. Wie geht es Ihnen? Junge, lass mir zu, wir sind 12 gut. Was für ein Ding? Ey, ich verstehe gerade gar nichts, was du redest. Was brauchst du denn da? Du weißt, wenn du runterfällst, wirst du für einen Monat gebannt, ne? Ist dir voll im Klaren über das Risiko, du ne? Weißt, musst du noch, dann musst du einen Rang hergeben. What the fuck, Alter? Ich kann überhaupt nicht mehr fahren. LOL! Bist du gerade so gepackt, wa? Nee, ich hab einen Fehler gemacht, einfach nur. Ja, komm doch jetzt! Du hast schon mal keine Angel mit, das ist schon mal gut. Dass du mich dran erinnerst an die Angel! Wenn jetzt wegen einer Angel arm und gebannt wird. Doch, wegen einer Angel ist jetzt gebannt. Ach, das gibt's doch nicht! Gut, dass du mich daran erinnerst, dass du. Na! Was? Wie hab ich jetzt gewonnen? Ich bin immer geflogen. Was bist du? Ich bin hochgeflogen. Du bist gefrungen. Ich bin heruntergefallen. Du bist runtergefallen und dann bist du am Fallschaden gestorben, oder? Ja. Nein! LOL! Was war das bitte für eine Runde? Hä? Was ist das gerade? Leute, ohne Scheiß, was ist das jetzt für eine Folge gewesen? Die erste Runde wurde ich einfach so rausgeworfen wegen Anti-Cheat oder so. Da war irgendwas falsch eingestellt. Und jetzt bist du einfach an Fallschaden gestorben. Hä? So ein Dreck, Alter. Oh mein Gott. Ja, okay, weißt du was? Wenn wir so eine Kackrunden hatten, dann machen wir das jetzt so. Ich schmeiß dich erstmal nur für eine kurze Zeit raus, ja? Na, kostet für einen Monat, du willst wirklich jetzt komplett rausgebannt werden, oder ja, was? Ja, Wertschulden sind eher an Schulden.
Wettschulden sind Ehrenschulden, ja gut. Dann machen wir es folgendermaßen. Dann kriegst du jetzt den YouTuber-Zuschauer-Bann. Ja. Oder muss ich Bann benutzen. Und damit du im Monat gebannt bist, müsste ich den, glaube ich, sogar dreimal benutzen. Dreimal, ja. 7 Tage ist das dann. Ja, ich glaube, ich muss es sogar nachher im ACP verstellen. Leute, das war's mit dieser Folge. Wenn ihr Bock auf mehr YouTuber versus Zuschauer habt, dann gebt dem Ganzen hier einen Daumen nach oben. Jetzt noch einen sehr schönen Tag. Bis dann und tschüss. Wenn du mich noch nicht kostenlos abonniert hast, klick doch jetzt hier auf mein rundes Bild, um mich kostenlos zu abonnieren. Oder weiter unten auf den Abonnieren-Button. Vergiss bitte auch nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du immer benachrichtigt wirst, falls ich ein neues Video hochlade. Und jetzt gibt's hier das Video von gestern, was ziemlich cool war. Morgen gibt's dann ein brandneues Video. Und mein Instagram heißt abgeinstallt, da kannst du mir sehr gerne folgen. Hab jetzt noch einen sehr schönen Tag. Bis dann und ciao.